Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video. Diesmal geht es um die Galaxis-Funktionanlage. Das wird ein ziemliches Mammutthema, aber es ist leider Corona-Break. Insofern, wie die ganze Branche, so haben auch wir derzeit sehr viel Zeit, mehr als es lieb ist. Und diese Zeit wollen wir nutzen, um unseren Kunden möglichst guten Service zu bieten in Form von Tutorial-Videos. Ja, wir haben vor längerer Zeit schon mal ein Video gemacht über die G-Flame. Das kam sehr gut an. Also haben wir uns gedacht, wir machen mal was zur Galaxis-Anlage. Jetzt ist diese Anlage ein unheimlich komplexes Thema. Da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Geräte und es wird sich nie im Leben in einem einzigen Video machen lassen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall sehr viele Videos, um teilweise zu einzelnen Geräten oder auch teilweise nur zu einzelnen Funktionen. Dieses erste Video, mit dem wir heute anfangen wollen, das ist ein Video wirklich erstmal um das ganze Thema Funktionierung allgemein. Und bevor ich da jetzt mit einsteige, mache ich kurz mal für 30 Sekunden Werbung in eigener Sache. Es gibt relativ viele Galaxis-Händler und wenn der ein oder andere Kunde oder Interessent mal die Preise verglichen hat, wird er merken, es kostet überall das Gleiche. Dafür gibt es auch einen guten Grund, es ist vertraglich geregelt. Jeder Händler macht die gleichen Preise, genauso wie Galaxis. Insofern ist es für den Kunden auf den ersten Blick eigentlich egal, wo er seine Anlage kauft. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, denke ich mal, gibt es schon einige Unterschiede und da glaube ich auch, dass wir ganz gut abschneiden können. Weil wir nämlich in erster Linie keine reinen Verkäufer sind, sondern wir sind Anwender von der Anlage, wir sind Dienstleister. Dementsprechend kennen wir nicht nur die Anlage sehr gut, wir kennen auch die Probleme, die man damit haben kann, die Anforderungen unserer Kunden ganz genau aus eigener Erfahrung. Dementsprechend können wir euch sehr gut beraten. Außerdem ist es bei uns selbstverständlich, dass ihr rund um die Uhr technischen Support kriegt, falls erforderlich. Des Weiteren haben wir sehr viele Mietgeräte, die wir euch auch zur Verfügung stellen können. Und falls es gewünscht ist, dann gibt es nicht nur Online-Schulungen, sondern wenn man entsprechend Geräte bei uns kauft, kann man selbstverständlich auch bei uns vorbeikommen und kriegt die Geräte dann bei uns vor Ort erklärt. Kostet auch nichts. Teilweise ist es auch so, dass wir Kunden vor Ort unterstützen bei größeren Projekten mit der Galaxis-Anlage oder dass wir auch vor Ort Schulungen machen. Das geht natürlich dann nicht mehr ganz umsonst, aber auch da findet sich eigentlich immer eine ganz gute Lösung, mit der alle Seiten leben können. So viel zum Thema Werbung in eigener Sache. Jetzt würde ich anfangen, euch wirklich was zu erzählen über die Galaxis-Anlage. Das erste, worüber ich gerne was erzählen würde, ist das Thema Frequenz. Die Galaxis arbeitet mit 433 bis 434 MHz. Das ist ein relativ niedriger Bereich. Der Vorteil von so einer niedrigen Frequenz ist, dass ich eine sehr große Übertragungssicherheit habe. Je höher die Frequenz wird, desto mehr Datenmenge kann ich pro Zeiteinheit übertragen, aber desto unsicherer wird das ganze Signal. Ein gutes Beispiel dafür ist WLAN. WLAN ist im Gigahertz-Bereich, also deutlich höher als die Galaxis, hat aber den Nachteil, ich kann an einer Stelle ein super WLAN-Netz haben und ich gehe nur 3-4 Meter weiter und auf einmal habe ich ein sehr schlechtes WLAN-Netz. Das liegt daran, dass sich ein Funksignal, je höher es wird, desto mehr wie Licht und Schatten verhält. Man redet davon von einer quasi optischen Ausbreitung. Das heißt, mehr wie Licht und Schatten, wenn man abgeschattet ist vom Sender, auf einmal wird das Signal entsprechend schlechter. Niedrige Frequenz, da habe ich eine wesentlich bessere Reflexion. Das heißt, alles reflektiert, sowohl Gegenstände, Mauern dergleichen, Gebäude, aber zum Beispiel auch die Luft. Dementsprechend wird das Signal nicht schlagartig schlechter, bloß weil ich mich ein paar Meter bewegt habe, sondern es wird langsam abnehmend immer schlechter, je größer die Entfernung zwischen Sender und Empfänger wird. Das ist eben der große Vorteil an diesem Frequenzbereich von der Galaxis, dass es durch diese niedrige Frequenz eine sehr große Übertragungssicherheit hat, die auch nicht schlagartig abbricht, sondern langsam kontinuierlich weniger wird. Ein weiterer Vorteil ist, in diesem Frequenzbereich habe ich definitiv keine Probleme irgendwie mit Funkstörungen von Handys, Funkmikrofonen dergleichen. Es kann also weder passieren, dass die Galaxis diese Geräte stört, noch dass diese Geräte die Galaxis stören. Insofern ist das Ganze schon mal eine relativ sichere Geschichte. Es gibt für den europäischen Kunden 70 verschiedene Funkkanäle, also verschiedene Frequenzen, die er nutzen kann. Die kann man als Kunde auch, zumindest bei den Advanced-Geräten, da kommen wir aber später noch drauf, selber einstellen. Und für den US-Markt gäbe es sogar 360, aber US-Markt lassen wir hier mal außen vor. Gut, das war erstmal so das Wichtigste zum Thema Frequenz. Jetzt kommen wir zum Thema Reichweite. Wie weit ein Sender reicht, das hängt im Wesentlichen ab von mehreren Faktoren. Zum einen ist da natürlich die Sendeleistung, zum zweiten der Standort und auch die Qualität oder die Größe der Antenne.
Und zum dritten aber vor allem auch die Qualität der Funkmodule. Die ist bei Galaxis extrem hoch. Galaxis arbeitet mit künstlich gealterten Quarzen, mit sehr hochwertigen Funkmodulen. Die haben auch im Einkauf ihren Preis, aber haben eben den Vorteil, dass die, ja, die Energie, die zur Verfügung steht, das ist sozusagen diese maximal erlaubte Sendeleistung, dass sie die sehr gut nutzen. Unter anderem dadurch, dass sie extrem engbandig senden. Wenn man sich so, ich sag mal, billige Funkzündanlagen aus China nimmt, die arbeiten mit einer sehr, sehr breiten Frequenz. Das heißt, die nutzen die Sendeleistung, die ihnen zur Verfügung steht, und streuen die sehr breit. Ne? Das liegt daran, weil die Empfänger auch recht breitbandig empfangen, weil bei nicht gealterten Quarzen die Frequenzen sehr stark schwanken können, je nach Temperatur. Das heißt, wenn ich zwischen dem Sender und Empfänger unterschiedliche Temperaturen habe, dann kann es unter Umständen passieren, dass das Funksignal schlechter wird. Bei künstlich gealterten Quarzen ist das auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Das ist so ein Vorteil dieser hochwertigen Funkmodule. Man kann sich das so ein bisschen vielleicht vorstellen, so ein billiger China-Sender, das ist ja, wie so ein Fußballspieler, der schießt halt einen Elfmeter in ein Tor rein. Ne? Braucht ein großes Tor, damit er trifft. Galaxis arbeitet mit derselben Sendeleistung, aber nicht mit dem Fußball, sondern das ist eher ein Scharfschützengewehr. Da kann man das Tor auch zumachen mit einer Holzwand, da reicht ein Astloch, da trifft man auch durch. Das so als kleines Beispiel vielleicht zum Thema Sendeleistung. 10 Milliwatt ist in Deutschland erlaubt und das ist übrigens eine Sendeleistung, die ist nicht nur in Deutschland erlaubt, sondern die Galaxis hat eine Zulassung in, ich glaube, über 60, 70 Ländern der Erde, also auf jeden Fall in ziemlich vielen, und bei uns auf der Homepage, da findet ihr auch eine Liste sämtlicher Länder, in denen ihr die Galaxis verwenden dürft. Das sind wirklich ziemlich viele, unter anderem die komplette Europäische Union, inklusive der Schweiz. Außerdem eine ganz interessante Sache vielleicht noch, die Frequenzen. Auch die stehen alle bei uns auf der Homepage. Es gibt ja, wie gesagt, 70 verschiedene Funkkanäle, und diese Funkkanäle, die sind dann entsprechend sozusagen jeweils einer bestimmten Frequenz. Auch das findet ihr bei uns auf der Homepage. Könnt ihr also mal nachschauen, wenn es irgendwo Probleme gibt oder ihr nur eine bestimmte Frequenz nutzen dürft, welchem Funkkanal das Ganze entspricht. Dann würde ich jetzt gerne noch was zu dem Anlagencode erzählen. Der Anlagencode ist sozusagen die Sprache, die ein Sender spricht. Stellt euch vor, alle Geräte von Galaxis würden sozusagen die gleiche Sprache sprechen. Dann wäre es möglich, dass ein Kunde dem anderen absichtlich oder auch aus Versehen sozusagen die Show wegschießt oder die Geräte umprogrammiert etc. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen bekommt bei Galaxis jeder Kunde einen eigenen Code. Genauer gesagt, ist sogar eine Gruppe aus 5 verschiedenen Codes, aus denen der Kunde auswählen kann. Diesen Code, den bekommt nur dieser eine Kunde. Also kann man sagen, es ist sozusagen die Sprache, die dann nur dieser eine Sender spricht. Und die Empfänger, denen kann man sagen, auf welchen Sender sie hören sollen, sprich welche Sprache sie sprechen sollen. Das werde ich dann auch nochmal irgendwann später in einem Video genauer erklären, nur dass man es einfach mal gehört hat. Wir haben also nicht nur eine gute Signalübertragungsqualität, wir haben auch eine hohe Sicherheit gegen Fremdauslösung. Zum einen dadurch, dass wir uns eine Frequenz suchen können, die unbelegt ist, und zum zweiten, indem wir wirklich einen einmaligen Anlagencode haben, den kein anderer Kunde hat. Dementsprechend ist es nicht möglich, dass der eine Kunde dem anderen die Show kaputt macht, sozusagen. Gut, dann würde ich jetzt noch was erzählen über Bidirektionalität und Unidirektionalität. Zwei Fachworte. Unidirektionalität heißt, es gibt einen Sender, der kann auch nur senden, und es gibt einen Empfänger, der kann auch nur empfangen. Sprich, die Kommunikation läuft immer nur in eine Richtung vom Sender zum Empfänger. Also hier zum Beispiel ein Sender, der könnte jetzt nur senden, und ein Empfänger, der kann nur empfangen. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt bei Galaxis Geräte, das sind zum einen ältere Geräte oder teilweise auch hier diese kleinen Geräte teilweise, die können nur unidirektional arbeiten. Der Großteil der Geräte kann aber mittlerweile bidirektional arbeiten. Das bedeutet, ihr könnt sowohl mit einem Sender, was eigentlich der falsche Name ist, deswegen heißt das Ding auch offiziell Controller, nicht nur Sender, könnt ihr nicht nur senden, der eigentliche Empfänger, der kann auch zurücksenden, und der Sender, sprich Controller, kann auch empfangen. Ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, hat aber für euch den Vorteil, dass ihr eben am Controller nicht nur Zündbefehle ausgeben könnt, sondern ihr könnt auch zum Beispiel Geräte abfragen. Das heißt, ihr könnt rausfinden, ohne dass ihr dahin laufen müsst, wie ist die Funkverbindung, wie ist der Akkuzustand, haben die Geräte Durchgang auf ihren Outputs, wie sind die Outputs programmiert. Ihr könnt die Programmierung der Geräte auch entsprechend per Funk ändern. All das sind Möglichkeiten, die sich halt dadurch ergeben, dass die Geräte größtenteils bidirektional arbeiten.
Und dieses unidirektional, bidirektional, das wird was sein, was ich in den nächsten Videos noch sehr häufig erwähne. Insofern hoffe ich, dass ihr euch das merkt, denn das braucht ihr noch ein paar Mal. Wer sich mit der Galaxis-Anlage schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der hat vielleicht mal was gelesen von der sogenannten Profi-Serie und der Advanced-Serie. Die Profi-Serie, das sind auf jeden Fall immer unidirektionale Geräte, und die Advanced-Serie, das sind bidirektionale Geräte. Das ist so der wesentliche Unterschied, aber es gibt noch ein paar mehr, zu denen komme ich aber später. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, Profi, unidirektional, Advanced, bidirektional. Ja, einer der letzten Punkte, zu denen ich jetzt noch ein bisschen was erzählen würde, ist das ganze Thema Zündmodus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Zündung ausgelöst werden kann. Natürlich läuft es bei einer Funkzündanlage in der Regel immer per Funk. Es geht aber übrigens auch per Kabel, aber auch dazu später mehr. Eine Möglichkeit, wie das Ganze laufen kann, ist ein sogenannter manueller Zündmodus. Heißt auf gut Deutsch einfach, ich drücke einen Knopf und ich zünde irgendwas. Also das Einfachste, was man eigentlich machen kann, so wie man das wahrscheinlich auch kennt. Ein weiterer Zündmodus, den es gibt, ist der sogenannte automatische Zündmodus. Das heißt, ich schreibe entweder im Gerät selber, also im Controller selber, oder am PC ein entsprechendes Programm für eine automatische Zündung. Meistens ist es dann was man zum Beispiel auf Musik macht, zum Beispiel musiksynchrones Feuerwerk, und dann drücke ich einmal Start und die Show läuft vollautomatisiert ab. Das wäre der automatische Zündmodus. Es gibt noch zwei weitere. Das dritte ist dann ein Timecode-Zündmodus. Das heißt, ich kriege ein externes Signal. Timecode, wer aus der Veranstaltungstechnik kommt, der kennt das Ganze auf jeden Fall. Timecode besteht immer aus Stunden, Minuten, Sekunden, Frames. Also es ist ein Signal, was ursprünglich aus der Videotechnik kommt. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, mehrere Gewerke zu synchronisieren. Also das heißt, ich kann zum Beispiel dasselbe Timecode-Signal an Licht, an Laser, an Ton, an Pyro, an Wasserspiele, an was auch immer ausgeben, und all diese Gewerke können dann synchron eine multimediale Show eben ansteuern. Auch das ist möglich, dass eben über einen externen Timecode-Generator das Gerät getriggert wird und dann die Zündbefehle an den entsprechend vorprogrammierten Stellen kommen. Letzte Möglichkeit ist die Zündung über DMX. Es gibt die Möglichkeit, den Sender oder den Controller über ein DMX-Pult fernzusteuern. Das ist eine Sache, die man typischerweise nimmt, wenn man eine Aufgabentrennung macht zwischen dem DMX-Operator, der sich dann meistens um Kunst kümmert und um Timing kümmert, und dem Galaxis-Operator, der eben am Controller sitzt, und der kümmert sich dann in erster Linie auf Sicherheit. Das heißt, der guckt, ob die Sicherheitsabstände freigehalten sind, und dann gibt er halt entsprechend Zündungen frei. Das wäre also der vierte Zündmodus, der DMX-Zündmodus. Ja, was würde ich sonst noch gerne ansprechen? Das ganze Thema Softpatching. Das ist nämlich auch was Leute immer sehr verwirrt. Die Galaxis-Anlage hat insgesamt 1000 Zündkanäle, das heißt, oder 1000 Zündbefehle, die man sozusagen aussenden kann, 1000 verschiedene. Und die Empfänger haben unterschiedlich viele Outputs. Hier zum Beispiel habe ich jetzt einen mit 10, es gibt aber auch kleinere, die haben dann einen oder 5. Und bei diesen Geräten ist es jetzt so, dass das nicht automatisch bedeutet, dass der Zündkanal 3, also der Zündbefehl Nummer 3, zum Beispiel dann auch dem Output 3 entspricht, sondern Softpatching bedeutet, ich habe die Möglichkeit, dass ich jeden Output von jedem beliebigen Gerät auf einen beliebigen Zündkanal programmieren kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, Zündbefehl 1 löst die 1 aus, Zündbefehl 23 die 2. Und Zündbefehl 25 alle anderen, den ersten sofort und die anderen dann mit einer Zehntelsekunde Versatz. Also man kann auch Step-Sequenzen dergleichen machen. Das sind alles Möglichkeiten, die uns eben dieses Soft-Patching bietet. Jetzt geht es noch ein bisschen komplizierter. Wenn ich hier jetzt mal ganz standardmäßige Anwendung elektrischer Anzünder anschließe, dann werde ich in meiner Show diesen Output genau einmal brauchen, weil dann ist der Zünder abgeschossen, ein zweites Mal kann ich da nichts dran zünden, der Effekt ist verbraucht. Anders verhält sich es jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Flammenprojektoren arbeite. Dann möchte ich vielleicht dieselbe Flammengerät nicht nur auf dem Zündkanal 3, sondern auch nochmal auf dem Zündkanal 7 und auf der 28 auslösen als Beispiel. Und dann gibt es die sogenannte Terminal-Funktion, das heißt, da wird dann entweder ein Flammengerät von Galaxis, da gibt es ja einige, oder zum Beispiel auch ein bestimmter Output von einem Empfänger, nicht nur einmal angetriggert, sprich der hört nicht nur auf einen Zündbefehl, sondern auf mehrere, auf bis zu 1000 Stück, so viele wie es eben gibt. Das heißt, ich kann zum Beispiel dem Output Nummer 6 sagen,
6er, du gehst an auf der 23 für 0,1 Sekunde, auf der 27 für 7 Sekunden und auf der 28 bleibst du an, solange bis ich die 30 drücke, als Beispiel. Ne? Auch das werde ich später nochmal in aller Ruhe erklären. Worum es mir hier nur ging, ist, dass man schon mal den ersten Begriff gehört hat. Es gibt zum einen, wie gesagt, das Soft-Patching, also das individuelle Belegen von Kanälen. Und es gibt zum zweiten eben die sogenannte Terminal-Funktion, bei denen ich den Output nicht nur einmal belege, sondern eben mehrfach. Ja, das war es im Großen und Ganzen, was ich erzählen wollte hier in diesem Einführungsvideo. Alles Weitere kommt dann in den nächsten Videos, wenn wir uns wirklich einzelne Geräte genauer anschauen.